Talg. Tag. Natürlich. Schön. Der Weg geht immer mit seinen Dingern da. Und dann macht er immer einen Rückzieher. Also. Beleidigen sein, das bist du oft genug. Nur weil ich was mache, was dir nicht gefällt, dann werde ich von dir immer angefeindet. Ja. Nächstes Mal gewalt ich deine Mutter wieder. Ne Nexus. Nein, sterb. Bist so ein dumm, so, ja. Mann, man kann nicht immer die Rechtschreibung befolgen. Wo sind wir hier? Als würdest du immer alles hundertprozentig richtig schreiben. Wahrscheinlich ja nicht. Ich muss schießen. Das schon. Hey. Kommen Sie, Wesley. Aufwachen. Wachen Sie auf. Kommen Sie, Wesley. Laskovic. Ja. Da haben wir uns aber was Schönes eingebrockt, was? Keine Ahnung, wie Sie überlebt haben. Kommen Sie. Was ist bei Fortnite? Geht doch. Ich hab
Ja, was ist denn da? Einatmen. Keine Pur. Alles klar. Kann ich empfehlen. Na los. Ja, Pur, halt. Ich sehe keiner mehr. Nur noch Warzone. Nein, nix, du spielst nur Warzone. Dachte schon, dass du nicht mehr aufwachst. Ja, Greta, sicher. Bleib. Greta war hungrig. Ich wollte das Fleisch nicht verkommen lassen. Das verstehst du doch. Du krankes Dreckschwein. Dreckschwein. Das nenne ich Humor. Was bestimmt der Klassenkasper in der Schule, oder? Aber der Spaß hat jetzt ein Ende. Mein Vater starb durch einen Stromschlag. Solche Unfälle waren in den Kohlengruben im Ruhrgebiet keine Seltenheit. Mein Onkel erzählte mir, dass er im Wasser stand, als es passierte. Wasser leitet Strom. Und was ist in unserem Körper? Ganz genau, Wasser. Wenn ich diesen Knopf drücke, wird über dieses Wasser Strom durch deinen Körper geleitet. Und du wirst die entsetzlichsten Schmerzen erleiden, die du je erlebt hast. Wenn du dir das ersparen willst, was ich absolut verstehen könnte, beantworte einfach nur meine Frage. Also, wer ist deine Kontaktperson im Dorf? Nico. Wer ist das, Nico? Nikolaus. Diese Mädchen werden dich nicht retten. Reden schon. Warum bist du so stur? Und die große, berühmte Frage wieder. Ja, mache ich. Wie Insekten ohne Flügel. Ihr habt den Krieg verloren. Geht diese Frage noch weiter, mein Freund? Wie genau? Gerill ich dich auf diesem Stuhl, bis du stirbst. Habe ich doch gerade gesagt, ja, mache ich. Hab ich. Ich hab's über das Headset laufen. Sag mal, ist der jetzt taub geworden oder was? Letztes Mal noch, dann bist du dran. Wer ist dein Kontakt? Ja, jetzt redet halt nix. Eingeschnappt oder was? Ja? Und wenn ich mit dir fertig bin, tja, dann töte ich deinen Köter. Leck mich! So, ich habe mich jetzt gestummt. Wie genau ist es jetzt zu ihrer Zufriedenheit? Ja, ich habe ein paar Mal gesagt, ja. Habe ich ja gerade gemacht. Damit unser Wegner zufrieden ist. Ne, Nexus ist der Social Media Experte hier in der Party, Alter. Na, das ist so nicht richtig.
Sonst melde ich dich auch mal und dann bist du auch mal gesperrt. Immerhin. Mir ist scheißegal. Aunenau. Ja, ich wurde auch gesperrt. Dann kannst du auch mal gesperrt werden. Du beleidigst mehr Leute als ich. Und ich beleidige einmal, werde ich gleich den Tag gesperrt. Nee, du musst ein Jahr gesperrt werden, wenn du mit redest. Redest du Monte oder was? Der Zeitspielmann habe ich geschrieben, Zeitspiel holen so. Und dann habe ich zu anderen geschrieben noch, der dumme Hund. Und die müssen sich ja gleich melden, die kleine Kinder. Mimimi müssen sie machen. Bayern-Fan waren das. Ja, die beiden waren Deutsche, ja. Das freut den Wegner. Ja, die Passi ist natürlich nicht. Du bist ein Engel auf Erden wahrscheinlich. Ich hab den Scheißhund erledigt, Rudi. Natürlich. Ja, natürlich. Ich war zu Unrecht. Zu Unrecht war ich gebrannt aus. Natürlich. Ja, jeder beleidigt hier jeden und. Xbox Community ist toxisch. Ja, und trotzdem ist sie toxisch. Nexus hat auch schon Haufen Leute beleidigt. Ihm passiert natürlich nichts, weil es ein Ausländer ist. Ja, ich sag nur, dass andere Leute auch genug beleidigen. Nicht nur ich. Sollen die anderen halt weiter beleidigen, ist doch gar nicht mehr. Ja, ist jetzt gut. Immer auf andere Seite stellen und immer mich berichtigen wollen. Wie immer. Ich will, dass jeder verfluchte Einzelne von euch, dass eine komische Deswegen tue ich jetzt andere Leute auch blockieren, die beleidigen. Und dann melde ich dich auch mal. Tschüss. Wenn mal ein bisschen Gerechtigkeit hier in der Bude ist. Der Wegener, kleiner Hund. Fangen wir gleich bei Microsoft anzuschaffen. Weiß ich nicht. Ich arbeite für YouTube. Wie Peter Griffin. Ja gut, die Leute sind halt zu blöd, das zu gucken, also kann ich auch nicht wissen. Naja. Gelöst. Sag mal, bist du eigentlich ganz weich oder was? Wie dich so auch in der Probezeit der Arbeiter noch? Ja, nee, nicht da, aber woanders. Ne? Was? Nee, stimmt aber überhaupt gar nicht. Was? Stimmt überhaupt gar nicht. Wer erzählt denn sowas? Ja, das war bei einer anderen Arbeitsstelle mit 7 Tage arbeiten, das mache ich noch nicht. Aber da die Arbeitsstelle, die hat mich wegen Corona entlassen, die in der Probenzeit. Scheißhund erledigt, Rudi. Der Wegen, Weedy hatte ja auch Corona und dann wurde der dann auch entlassen. Und Arbeit woanders so. Natürlich. Drei Mal, glaube ich, oder so. Ja, nein, 2-3 Mal, Mann. Also egal, ich bin jetzt ein paar Monate genesen, fertig, ich brauch die Scheiße.
Ja, wie genau? Du bist ja auch nicht geimpft, also brauchst du mich nicht wieder zu... Ja, du bist doch nicht geimpft, oder? Ich hab deinen Scheiß von deinem Recht, Rudi. Wie genau? Aber du bist doch nicht geimpft, ne? Weil wegen deiner Corona-Scheiße da. Achso. Ja, aber wenn man Corona hatte, darf man sich auch ein paar Monate impfen lassen. Das war ja so. Ja, deswegen wundert mich, dass du immer noch geimpft hast. Also wird sich ja gerne impfen. Was ist für ein Scheiß jetzt schon wieder? Da lacht er.